Morgen. Guten Morgen. 7 Uhr morgens in Deutschland. Alle sind noch verklingelt. Na, was ist das? Heute gibt es keinen Kaffee. Ich habe mich. Da muss ich mir natürlich selber machen, aber. Nein, nicht jetzt. Ist noch zu früh für mich. Der Junge muss in die Schule gleich. Wir müssen gleich los. Sehen, was der Tag so bringt. Die Neuigkeiten von ein Jahr lang verbreitet Bonbons Angst zu verdienen. Wer? Bonbons? Brandbombenangst in Berlin. Sie war's. Das ist RAF ehemaliger oder was? Das kann sein. Das geht man nicht mehr. Sie war's. Doch, ja. Nur die RAF Die angehende Lehrerin muss in den Knast. Na, wenn sie angehende Lehrerin ist, dann ist es nicht RAF mehr. Kann ja nicht mehr sein. Ah ja, viel zu alt alle. Dachte das irgendwann. Ist der Doppelfehler. Brandbombe. Die Schule der Tennisbeginne sollen von 36 auf 61 Millionen gestiegen sein. Muss ja jetzt sogar seine Pokale verkaufen. Oh Gott. Naja. Das sind die Nachrichten von Wolfgang gewesen. Das waren die News von Wolfgang. Olaf. Ach Mensch, freut er sich. Alles auf Kamera, freut er sich. Nimm doch mal diese Puppe mit, die wollte ich mir doch mal angucken. Dann sag ich dir auch. Welche Puppe, meinst du? Du hast mir heute eine Puppe erzählt. Von der Mutti. Ach so, so eine große. Ja, muss ich mal gucken, wo ich die habe. Nee, dann kann ich dir auch sagen, ob die alt ist. Ja. Aber ich sag dir dann mal über die Gruppe. Nicht, dass ich sie haben will. Ich wüsste, wo die ist, ob ich die habe. Kann ich ja nicht sagen, da kann ich nicht versprechen. Ja, wenn du so viel ist. Irgendwo im Kopf oder irgendwie weiter. Ja. Wenn ich einen Vogel kriege, dann räume ich mir mal meine Bude auf. Ja, räum doch mal deine Bude auf. Ich mal, wo du willst. Ich schieße mir wieder mal den Kopf rein. Ja. Wolfgang, räumt seine Bude auf. Ja, das ist schön. Ich war da am Dienstag. Um die Ostbahnhof, ja? Ah, ja, jetzt sieht die Ostbahnhof-Story wieder. Ich halte zu uns, ja, gut. Ja, holt Front. Ja, er steht zu uns. Wie ist denn die Bildung? Hey, Beruf, ey, Bildemarke, Kaffeetraum. Ich hab schon überlegt, ob ich wieder umdrehe. Das ist aber, Wolfgang gehört dazu. Aber ich zeig dir den Bären. Ach, den Bären hat er dabei. Weil ich hab dir gesagt, ich hab für zwei Teile 70 Euro. Das war der. Ah, ja. Sehr ja nicht mehr. Bär versus Bison. Was ich schön finde bei dem Bären, ist ja auch eine Bronze- und Unterplatte hat, was eigentlich ungewöhnlich ist. Bronze. Und Lucky. Lucky aus Zinkguss, sagt Olaf. Sagt Olaf. Olaf sagt. Zur Eröffnung des Woolworth-Gebäudes in New York. 1913 war die Eröffnung, aber ich habe den nicht gefunden. 1913. Es gibt noch andere Sachen vom Lucky Souvenir-Sachen. Von diesem Woolworth Tower. Na, ich habe ja Postkarten von dem Ding. Aber mit diesen Bison. Nein, gibt es Lucky Nickel, dann zeigen sie dir da diese alten Nickelstücke. Das sind ja gar nicht, wo der Bison drauf war. Die zeigen sie dir dann an. Aber das Ding habe ich nicht gefunden. Ach, hat er wieder alles schon gegoogelt. Googelt. Ich wollte wissen, wie alt das Gebäude ist. Ja, 55, machen wir.
So, machen wir. Ich glaube, das ist immer viel zu viel. Viel zu viel. Scheiße. Diesmal gab ja die Auto-Idee. Ich werde dann natürlich mit dem Auto. 55. Das ist schon so. Genau. Nee, Farbe ist so schnell trocknen, aber gieß mal hier noch. 55. Wo bezahlst du so viel dafür, Tommy? Kriegt man auf 5er. Na, aber im Blinden. Ein bisschen wie beim Grill, man kann jetzt in den Raum sein. Glück hast du gehabt hier mit deiner komischen Bronze da. Rennsportbronze. RS-Bronze. Scheiße mit der Bronze. Ich hatte gestern Claudia mal gefragt. Und der kommt doch im Moment ja nicht mehr, der Instrument, der ist... Der ist reich. Nee, der ist eventuell sauer auf sie, weil sie ist ja mit ihm in sein Lager gefahren. Und er hat sie sich da auch versprochen, dass sie ihn hat abgeholt, den Laden. Aber sie sagt, was der da im Lager hat, ist... Ist nur Müll. Sie kommt ja nur vor, wie so ein Messi-Trödel. Das Lager voll knallen, man kann bezahlen und dann das nächste Lager voll machen. Ich bin nicht hoch. Ich bin ja auch ein Wander. Eine Wanderwarze. Aber wenn Claudia ja nicht, ne? Weißt du, dann schenkt er. Claudia nimmt ja schon viel. Ja, und der hätte ja alle Tricks. Der ist schön. Der wäre schön. Ne? Der ist ganz nett. Aber das ist nicht kein Entwurf oder so. Der schuppert sich irgendwo dran, wa? Ne? Das ist ja so eine. Wo soll der sich denn schuppern? Ja, eben. Vielleicht ist das eine Gruppe gewesen. Was mich ein bisschen wundert, ist diese mittlere Schraube. Die ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Die anderen, ja, das sind die Füße. Aber warum die mittlere Mutter da noch ist? Naja, da war noch mal eine Steinplatte drunter, würde ich denken. Ja, aber wie denn? Wie denn? Das ist doch nur eine Aufnahme mit dem Gewinde. Da wird ein Gewinde drin geschnitten. Und da kommt noch mal ein Stift durch. Und dann war noch mal eine größere Steinplinte drunter. Weißt du? Und dann hast du hier unten drunter so einen Steinsockel noch gehabt. Also so ein, was weiß ich, Granit, Marmor etc. Da steckt da noch ein Stück drin vom Gewinde. Also vom Stift. Würde ich sagen. Das wäre meine Theorie. Was ist denn das, die Kamera dreckig wie so? Obwohl man sich die untere Platte total sparen kann. Und der Lucky Nickel, ne, kannst du ja nicht. Jetzt sind ja nur Stifte. Nee, sind Schrauben oder Stifte? Stifte. Das sind Schrauben. Das sind Stifte. Das sind keine Stifte. Doch. Das sind doch Muttern drauf. Ja, Muttern. Also sind Stifte in den Füßen drin. Also kannst du dir die nicht sparen. Du brauchst eine Platte. Du musst ja sonst absiegen. Abfeilen. Wieso jetzt hier unter nochmal eine Platte? Das kann man sich sparen. Ach so, ja. Ich dachte, du willst jetzt die Bronzeplatte weghauen. Nein, ich würde das einfach so lassen. Ich würde da nicht mehr drunter setzen. Ist ja doppelt gemoppelt, weißt du? Aber ihr habt es doch früher so. Ja, klar. Wir hatten so einen Sockel und dann hatten wir... Das sieht schöner aus. Der ist auch schön. Nicht erkennen. Ja, aber nicht mal mit der Bürste rübergegangen. Sieht man. Ja, nee, aber dadurch sind die ganzen, ist die ganze Dreck und Rotz runter, weißt du? Da war ja so leichter Zinkfraß drauf, das siehst du ja teilweise. Und hier bin ich mit einem ganz feinen Schleifstein langgegangen, an der Seite. Hast du ja alle Markierungen weggemacht, die da drauf waren. Da war keine, eine Punzung. Da wirklich nur, du siehst ja dann keine Kratzer drin, das war alles schon vorher so. Ja. Ich hab nur den Oberflächenzinkfraß weggeholt, der da teilweise drauf war. So ein bisschen narbig, so, wisst ihr? Ja. Und der Schleifstein, den ich da habe, das ist ein ganz feiner, also der macht doch keine Kratzer. Ja, schön. So ist das. Na, was haben wir denn hier? Eine traurige Lenkerseite und eine fröhliche Lenkerseite. Sie lächelt nach oben. Ui, ui, ui. Ja, da wird die fröhliche zur traurigen Lenkerseite.
gebrochener Lenker, das ist das Schlimmste, was einem so passieren kann. Ich glaube, in voller Fahrt, wenn der Lenker abreißt, hier ist es nochmal gut gegangen. Ne? Das wird jetzt getauscht, erstmal ausgebaut und dann schauen wir uns das nochmal an. Ob der Vorbau hier gerade geblieben ist oder ob der sich auch verdreht hat, das müssen wir sehen. Ja, ist auf alle Fälle mal ein schönes Bild. Ne? Jetzt wird erstmal das Lenkerband abgewickelt. Denn die ganzen Teile müssen ja, also das Lenkerband kommt natürlich nicht wieder ran, aber die ganzen anderen Teile müssen ja wieder auf den neuen Lenker auf. Brauchen wir die natürlich. Können die einfach alles wegschmeißen. Dann erstmal diesen ganzen. Alte grindige Lenkerband auf. Ekelhaft, ekelhafte Lenkerband, hasse Lenkerband. So alte Lenkerband. Schwierig, schwierig. Oi. Ja, mach ich erstmal ab. Dann haben wir schon mal skelettiert hier sozusagen. Jetzt kommt der Rest hier auch noch raus. Jetzt mal ganz abgemacht. Hier, so sieht es aus. Das ist total verrostet innen drin. Ja, warte mal. Gucken wir, ob da das rauskriegen. Schaut mal hier. So sieht das Ganze aus da drin. Naja, jahrelange Belastung an einer Stelle und dann bricht es halt. So sieht es eben aus. Das ist auch normal irgendwann. Ich kann den Lenker halt tauschen. Ja, das mache ich jetzt. Ich baue jetzt einen neuen. Einen wundervollen Stativstand habe ich jetzt hier. Das ist natürlich ideal. Mit einem klassischen Stativ, ein Lienhoff. Ja. Mal hier. So muss es sein. So ist es. Ja. Lienhoff. Völlig übertrieben, aber so seid ihr mal auf Höhe. Oh. Ich suche einen neuen Lenker und dann beuge ich ihn ein. Natürlich nicht, dass hier irgendwas verwackelt. Den Lenker haben wir gefunden, hier auf alle Fälle. Das ist natürlich wahnsinnig weit weg hier, das Ganze. Wird jetzt erstmal trocken zusammengesteckt alles und dann verschraubt mit einer anderen Griffe ran und fertig. So, jetzt haben wir noch Griffe dran gemacht. Schaltung, Schalthebel gerade festmachen. Dann ist es fertig. Hätte doch am frühen Nachmittag abholen können. Aber das weiß man ja immer vorher nicht. Ich weiß ja immer nicht. Tatsächlich. Wie schnell es geht. Jo, fertig ist es. Bremst. Bremst. Funktioniert. Funktioniert auch. Fertig ist es. So sieht's aus. Das war's. Ja? Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch. Dann kam wieder mal zum Spielen hier eine Lampe, die nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Vielleicht schauen wir da mal nach. Soll ich? Ist ja furchtbar, hört sich das an. Warum sind denn die überhaupt verklebt, die Dinger? Ja, schon klar, also man soll sie nicht reparieren können, ne? Sind da verklebt? So! Das stinkt ja wie Sau schon da drin. Puh. Roppö. So, dann nehmen wir mal die Platine hier runter. Ziehen wir alles hier raus. Ach, den ganzen Zinnober, das brauchen wir eigentlich nicht. Reflektor, das ist ganz natürlich, wie immer.
So, dieses Element befindet sich noch hier drauf. Ist doch alles gut. Ja, also das letzte Mal, wo ich das so weit abgenommen habe, war hier diese LED-Teil hier vorne weg. Einfach weggeätzt oder so. Keine Ahnung. Sieht auch aus wie Oxidation hier oben. Gucken, ob der Schalter eine Macke hat. An- und ausschalten kann ja sein. Ich probiere. Man kann ja nicht mehr kaputt machen hier an dem Ding. Einfach ruff mit der Jauche und ein bisschen hin und her bewegt und die Kontakte wieder frei. Na, schauen wir mal. Na gut, okay, das ist der Test auf alle Fälle. Also, der funktioniert. Ich schicke den Strom hier rüber. Der funktioniert nicht. Also das Ding ist komplett tot, die Lampe. Schade, aber da kann man nicht machen. Also was soll's. Da muss das Ding wohl in den Schrott. Stinkt doch wie die Pest. Also irgendwas ist da durchgefeuert, durchgebrannt oder so. Ja, schade. Ja, vielleicht baut man da was anderes ein in so eine Lampe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was kann man da einbauen? Kann man nicht einbauen. Ist auch ein scheiß Gehäuse, sieht hässlich aus. Also ich verstehe sowieso nicht, warum sie das so gebaut haben. Dass das, wenn die da nicht kaputt gehen, wenn die innen drin nicht kaputt gehen, brechen die ja hier unten ab, weil die ja nur an diesem kleinen Schneebriesel hier unten sitzen und dann knack brechen die ab. Und das war, habe ich gestern gehabt mit einer. Ja, wir sind öfter da, die Dinger. Entweder funktionieren die Lampen nicht mehr, die LEDs, die Platinen irgendwo durchgebrannt, ja. Oder eben, die brechen ab. Am häufigsten brechen sie einfach ab hier unten. Knack, weg. Nicht gut, mal überarbeiten, mal durchdenken, ob das so sein muss. Wahrscheinlich muss es so sein, das kauft man sich ja, wenn alles perfekt ist, kauft man sich ja nie mehr eine neue Lampe. Tja, ja, natürlich auch doof, ne? Ist ja ein Ding. Kapitalismus, lebe hoch. Ja, da kam mir doch gerade die Idee, natürlich, ich habe ja gestern diese Lampe gehabt, wo das abgebrochen war. Hier unten, da, dieser Schneebriesel. Und der ist ja hier an diesem Gehäuse noch dran. Fantastisch. Was machen wir jetzt? Da ist ja wohl ganz klar, wir bauen die eine Elektronik in die andere, weil hier funktioniert alles noch in der Lampe. Das ist natürlich ideal. Dafür kann man das wieder nehmen, dann ist das schon wieder fein. Ja, also ich breche auf. Wird jetzt natürlich total kaputt hin hier. Ist aber auch das desolate Gehäuse. Da. Da. Da war sie schon in der Werbung drauf. Das ist Basta, was ist das auch Basta? Ja, na, fantastisch. Aha. Einmal raus. Und hier wieder rein. Das ist natürlich super. So. So muss das sein. Wenn es dann am Ende noch funktioniert, das wäre natürlich am allerbesten.
So, das könnte man jetzt verkleben hier ringsrum. Wir testen aber erstmal, ob es funktioniert. Achtung, Test wird initialisiert. Na wunderbar, oder? So einfach geht das. Jetzt haben wir aus zwei Lampen eine gemacht. Einer ist tatsächlich jetzt Schrott. Ist halt so. Jetzt kann man sich noch das Cover vorne aussuchen. Will man das hier haben, dieses wunderschöne weiße, oder nimmt man das andere? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nimmt man schwarz, dezent, nimmt man weiß. Weiß ich nicht. Alles uninteressant. Das ist Müll, definitiv, das kann weg. Aber das nennt man Recycling. Ja? Also, bis später. Noch ein kleiner Nachtrag zu der Lampengeschichte. Ich sehe gerade, das eine ist AXA, das andere ist Basta. Also, ich möchte mal behaupten, das sind beide natürlich, die sind absolut baugleich. Die sind beide aus dem gleichen Werk. Habe ich mir davor, zuvor noch nie einen Kopf drüber gemacht. Made in France, beide identisch. Ja? Also, AXA, Basta ist der gleiche Klump und ja, verkauft sich halt zweimal so gut. Willst du eine von AXA oder willst du eine von Basta? Ne? Nur zur Info. Zum Verkleben der beiden Teile, dieser Oberschale und dieser, des Gehäuses, würde ich immer Silikon nehmen an eurer Stelle, weil das ist dann gleich ein bisschen wasserdicht an den Stellen, ne? Weil, weiß ich nicht, also im Grunde genommen müssen die natürlich halt abkönnen, draußen zu sein, aber Feuchtigkeit sorgt halt für Kurzschluss. Und das ist halt eine Elektronik da drin, da ist nicht nur ein Draht und noch ein Draht, ja, oder so, dann ist eine kleine Leiterplatte, wenn da Feuchtigkeit drauf ist und es fängt an zu korrodieren, das ist halt nicht so toll. Also Silikon, ganz wenig, durchsichtig könnt ihr ja nehmen, ganz wenig Silikon drauf und dann könnt ihr dazu kleben damit. Also gleich ein bisschen dicht, da ist gleich so eine Gummilippe zum Abdichten dran. Macht sich einfach gut und leicht zu verarbeiten. Ja. Meine Frau ist da und hat frischen Kaffee gemacht. Jetzt kann der Tag beginnen, um 14 Uhr, ne? Ja. Prost. Prost, Tom. Morgen habe ich Gott sei Dank erst um 9 Dienst. Das heißt, ich muss erst um 7.30 Uhr los. Von hier zusammen los. Frühdienst. 7.30 Uhr, ich muss früher los. Ich muss wenigstens 7.20 Uhr muss mal los eigentlich. Ja, aber wir gehen ungefähr gleich los. Ich geh kurz nach. Irgendwie so muss man los. Kostet 7,99 €. 8 €, 10 Stück. Aber vom Feinsten. Das ist doch nicht. Ja, ich bin mal rum für wenn du steckst da so Rucksack drin, also schiebst da so ein, machst du die fertig. Also komplette Route oder was? Angelrute, ja, machst da eine Angelrute ran. Und schiebst du da ein, hast du da große so 50, 60 cm und ein paar Mal gehst du um mich ganz zu stippen. Das ist wunderbar. Ja. Marlies, was sagst du denn dazu? Das ist mein, das ist Thema Angeln! Das ist mein Hobby. Simon angelt auch gern. Was? Simon angelt auch gern. Das ist eben mein Hobby. Ja. Und du, Marlies, angelst du auch gerne? Wollen wir mal angeln gehen? Ja, na, wenn man immer das als Hobby hat, dann ist das Hobby. Ich wollte damals in Kampfenspiel, weil das ist mein 12. Lebensjahr. Ich habe ihn ja aufgehört, weil keine Freunde mehr hatte. Ja, da wollte keiner mehr und dann geht es mir ja richtig viel an. Angeln als Freundin ersetzt. Also. Wie damals, wie die Mauer eingefahren hat, hat er angeguckt, da damals, als ich hier im Tello kam, oh ja, das ist da, zack, dann hat mein Vater ihn ja auch gemacht, dann hat er aufgehört und dann habe ich da ja alleine weitergeangelt. Ja. Damals hast du ja so ein bisschen Bambushunde geangelt. Kenn ich ja noch, ja, kenn ich ja noch. Ja, grüß dich. Naja, also da denkt man so schön, man kann jetzt mal nach oben gehen, kurz Sturmpause machen, jetzt hört der Sturm auf und während des Sturms kommen alle Leute ihre Räder abholen, ja? Also wirklich irgendwie 4-5 Mann waren das, also die erstmal gekommen sind, ihre Räder abholen während des Sturms. Wir haben ja hier richtig Sturm gehabt oder immer noch, soll ja bis bis heute Nacht, bis in die Nacht drin stürmen. Ja, und dann kommt auch noch ein Auftrag, also wer denkt denn so, Alter, bei so einem Unwetter, die Leute voll lebensmüde, gehen raus und naja, also,
Was soll's, jetzt mache ich hier das Licht an dem Rad. Jetzt mache ich mal Licht am Rad. Und ja. So, vorne war es falsch angeschlossen. Und hier Kontakt gebrochen hier. Und hier hinten. Ja. Der Dynamo ist auch nicht mehr der beste. Hier unten ist total verrostet. Die Kontakte hier unten sind immer total im Arsch. Hat schon ein bisschen gekratzt. Und hier hinten die Lampe. Die war die Birne durchgebrannt. Also es waren drei Fehler. Jo. Und dann gucken wir mal am Ende, ob es funktioniert. Ich schließe mal alles an. Jo, es leuchtet wieder. So soll es sein. Ja, ist vollbracht. Ich gehe jetzt erstmal nach oben, mich ein bisschen aufwärmen. Meine Hände werden ein bisschen kalt, weil ich habe nichts zu tun. Ich sitze hier rum quasi, stehe, warte. Ja, dann wird einem doch kalt, weil es ist ja ein schön Zug auch hier vorne. Ich gehe jetzt erstmal nach oben, setze mich kurz oben hin an den Tisch. Und ja, weiß ich nicht. Mal schauen. Wart auf Kunden. Ich habe einen Zettel dran, die sollen dann oben klingeln. Werden sie machen. Die Kundschaft kommt bestimmt. Sobald ich mich oben hinsetze, ist der erste Kunde da. Ich habe meinen Kinderdienst jetzt vorzeitig mal beendet. Ich muss jetzt noch ein bisschen was machen. Ich muss jetzt hier noch eine Lampe anbauen. Wird auch mein letzter Eintrag für heute, weil der Akku ist auch gleich durch. Die ist abgebrochen hier. Hatten wir ja vorhin schon ein Thema, dass sie so konzipiert sind, dass sie gerne mal abbrechen. Mit wie wenig das hält. Ja, das ist ja klar, dass das abbricht. Das ist ja jetzt normal. Ja. Die ist nicht kaputt. Die wird wieder aufgehoben. Irgendwo anders mal eingebaut, verbaut. Aber sie ist halt abgebrochen. Da kommt eine neue ran. Und das war mein letzter Eintrag für meine letzte Aufzeichnung für heute. Es ist jetzt 8.32 Uhr, 20.32 Uhr. Ich ende für heute. Ich werde gucken, dass ich das nur auf meinem Laptop dann schneiden kann. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann. Ciao. Alles Gute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch doch wenigstens noch, wenn ihr euch auch den Stream gerade nicht mehr angucken könnt, weil der so miserabel ist, dass ihr wenigstens noch die Videos euch anschaut. Ja, finde ich schon gut. Ob wenn es eben nur diese 20 Klicks sind oder so, die man immer so über die Laufe der Zeit kriegt, ist ja auch egal. Hauptsache, es wird erzählt, weitergetragen und die fällt. Das würde mich freuen, ne? Also alle tut.